Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem kurzen Video etwas zur Berechnung der Summenformel sagen. Die Summenformel sehen Sie hier in der Abbildung und wir möchten das in Python umsetzen, sodass wir automatisch für beliebige Werte von n hier die Summenformel schnell berechnen können. Was bedeutet das jetzt nochmal im Mathematischen? Dieses Summenzeichen bedeutet, dass wir einen bestimmten Startwert haben, einen bestimmten Startwert festlegen können und einen Endwert festlegen können. Und hier an dieser unteren Seite gibt es noch diese Variable k, die hier festgelegt ist, und das ist unsere Laufvariable. Und die variieren wir von 0 bis zu diesem n in ganzzahligen Schritten. Und das, was hier an der rechten Seite neben dem Summenzeichen steht, das wird dann einer Summation unterzogen. Das heißt, die einzelnen Terme, die hier durch das Durchlaufen dieser Laufvariable entstehen, werden summiert. Wenn wir uns das ganz konkret vorstellen, für diese Summation mit dem Startwert 0, dann würde das für beliebige n diese Summenformel ergeben. Wir müssen also den ersten Wert, das erste k, hier mit 0 einsetzen. Und dann schreiben wir die 0 auf, dann schreiben wir ein Plus dafür, dass wir hier diese Summenformel anwenden möchten. Und dann den nächsten Wert, die 1, dann plus 2, das ist dann der dritte Wert, der hier belegt wird, und plus 3 und so weiter. Bis wir bei dem Wert n angelangt sind, das ist dann der letzte Wert, den wir summieren, den wir hinzusummieren, und dann erhalten wir das Ergebnis. Und in der Variablen s werden wir dann das Ergebnis erhalten und können dann damit gegebenenfalls weiterrechnen. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das in Python implementieren können. Hier mal ganz konkret für das Beispiel, dass wir n auf 5 setzen und dass wir damit die Zahlen von 1 bis 5 summieren wollen, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Wir setzen jetzt im Prinzip unmittelbar diese Formel um und müssen dafür verschiedene Variablen erst einmal definieren, und dafür werden wir das k als Startwert auf 0 setzen. Wir werden das n auf 5 setzen und wir brauchen eine Variable für die Summe, die schreiben wir hier mal aus, Summe, damit es besser verständlich ist, und die setzen wir am Anfang auf 0, weil wir noch nichts summiert haben. Und dann bauen wir uns eine Schleife auf, eine kopfgesteuerte Schleife in diesem Fall. Es gehen auch andere Schleifen, aber wir wollen es mal mit der kopfgesteuerten ausprobieren. Und wir durchlaufen diese Schleifenanweisungen dann so lange, wie die Laufvariable k kleiner oder gleich unserem n ist. Also wir müssen so lange voranschreiten in dieser Bearbeitung der Anweisungen, die wir gleich in den nächsten Abschnitt schreiben, wie wir diese Bedingung vorfinden. Und was sind das ganz konkret für Anweisungen? Das ist die Anweisung einmal, dass wir die Summe um den Wert von k erhöhen. Das ist das Anhängen dieses plus k. Die bisherige Summe, die wir bisher schon berechnet haben, erhöhen wir also um k, um den jeweiligen aktuellen Wert von k. Und anschließend müssen wir noch das k um 1 erhöhen. Das passiert hier nicht automatisch, sondern das müssen wir aufschreiben. Und dann gelangen wir zum nächsten Schleifendurchlauf mit einem erhöhten k und summieren dann das nächste k hinzu. Und am Ende möchten wir die Summe ausgeben. Das machen wir mit print Summe. Und dann können wir auf der Kommandozeile auch noch uns anschauen, welche Summe erreicht wurde. Wir können das jetzt ausführen. Und wir sehen, dass die Summe von 15 berechnet wurde. Jetzt können wir uns das nochmal ganz genau anschauen, um zu verstehen, was im Einzelnen passiert. Dafür gehen wir auf das Debugger-Symbol. Wir starten den Debugger und wir sehen, dass der Debugger bei der ersten Zeile mit einer Anweisung losläuft. Bei k gleich 0. Das heißt, zunächst mal wird die Variable k mit 0 belegt, dann gehen wir zum nächsten Schritt, wir initialisieren die Variable n und in dem Initialisierungsblock wird das abgeschlossen durch das Setzen der Summe auf 0. Dann haben wir diese ersten drei Schritte erledigt und dann sehen wir hier rechts, was bei uns sich im Speicher befindet, k gleich 0,
n ist 5 und die Summe ist 0. Und jetzt treten wir in diesen Schleifenbereich ein und schauen uns dafür ganz genau an, was wir an Anweisungen ausführen und wie die jeweiligen Werte für Summe und k sich darstellen. Wir treten dafür ein. Wir prüfen die Bedingung. Das k ist aktuell 0 und das n ist aktuell 5. Das heißt, diese Bedingung ist wahr und wir werden in den Schleifenrumpf eintreten. Wir werden diese Anweisungen ausführen. Wir sehen, wir kommen jetzt zu dieser Anweisung und wenn die ausgeführt wird, dann werden wir sehen, dass sich die Summe zunächst mal nicht geändert hat, weil das k 0 ist. 0 plus 0 ist 0, daher bleibt die Summe bei 0. Jetzt kommen wir zu der Anweisung, wo das k um 1 erhöht wird. K gleich k plus 1, der rechte Teil wird berechnet. K plus 1 ergibt dann 1 und das wird zugewiesen an das, was links steht. Links steht das k, also die Variable k wird mit 1 belegt werden. Wir führen das aus und wir sehen, in unserem Speicher ist dann k mit 1 belegt. Und jetzt führen wir noch einen Schleifendurchlauf aus, weil diese Bedingung natürlich weiterhin gilt. 1 ist kleiner als 5, 1 ist kleiner gleich 5 und damit treten wir nochmal in den Schleifenrumpf ein. Wir berechnen wieder die Summe. Jetzt ist die Summe immer noch 0 und das k ist 1. Damit rechnen wir 0 plus 1, 0 plus 1. Wir führen das aus und wir sehen, dass sich die Summe um 1 erhöht hat. Anschließend wieder das k um 1 erhöhen. K ist gleich 2 und wir werden die Schleife weiterhin ausführen. Das führen wir fort. Die nächste Summe ist 3 und das nächste k wird 3 sein. Die Schleife muss noch ausgeführt werden, wenn k gleich 3 ist. Dann ist das immer noch kleiner gleich 5. Die nächste Summation ergibt dann 3 plus 3, ist also 6. Summe ist 6. Und das nächste k ist dann k gleich 4. K hat sich auf 4 geändert. Weiterhin müssen wir diese Schleife ausführen, weil 4 immer noch kleiner gleich n ist. Die Summe wird neu berechnet. Summe ist 10. 6 plus 4 ist 10. Und das k wird um 1 erhöht. K wird auf 5 erhöht. Jetzt sind wir in der Situation, dass k kleiner gleich n immer noch gilt. K ist nämlich jetzt gleich n. 5 ist gleich 5. Und wir werden noch einmal, ein letztes Mal, in den Schleifenrumpf eintreten, also Anweisungen ausführen. Summe ist gleich Summe plus k. 10 plus 5 ist 15. K gleich k plus 1 ergibt 6. Damit haben wir jetzt die Situation, dass k kleiner gleich n mit falsch bewertet wird. 6 ist nicht kleiner oder gleich 5. Und damit treten wir jetzt aus der Schleife aus. Wir sehen das, wenn wir jetzt zum nächsten Schritt gehen, werden wir die Schleife verlassen und wir werden zu dem letzten Befehl, zu dem Print-Befehl gehen und die Summe ausgeben. Summe ist jetzt gleich 15 und daher wird ein 15 ausgedruckt. Sie sehen hier das ausgegebene 15. Und damit haben wir jetzt Schritt für Schritt diese Summenbildung einerseits aufgebaut und andererseits noch einmal nachverfolgt, welche Werte im Einzelnen eingenommen werden beim Durchlauf durch die Schleife bei der Summation.